Könnten Sie kurz ausführen, warum Sie heute hier stehen? Also das geht um unsere Existenz, nicht nur uns. Das sind ganz viele Läden hier jetzt betroffen. Ungefähr 10 Bäckereien mit. In Kürze eröffnet hier in der Wangelstraße 85 ein Laden. Das heißt Eurogedau, und die haben schon 9 Filialen. Das ist der 10. und die machen zeitgleich noch woanders auch noch auf. Das sind unsere Blätter. Wir wollen die Leute da aufmerksam darauf machen, was unser Anliegen ist. Zeitgleich ist auch die Miete auch betroffen. Die Mieten erhöhen sich, Läden werden einfach von irgendwelchen neuen Leuten abgekauft, aber nicht wieder vermietet, einfach zugemacht. Der neue Laden ist, warum so eine Gefahr für Sie? Der hat mehrere Läden und dadurch kann er palettenweise kaufen und auch günstiger. Die bringen das auch von außerhalb, glaube ich, selber ins Land, nach Berlin, und dadurch kann er das alles günstiger verkaufen. Das ist zeitgleich so billig wie auf dem Markt in Maybachufer. So billig meistens, ja. Vielen Dank. Danke auch. Sie ist auch von der Mitte betroffen. Ja. Da bu ayda ben kiram 350 oldu zaten, ben daha ne 40 sene daha fazla. 40, mehr als 40 Jahre wohnt sie schon. Das muss man auf jeden Fall schon allein ausprobieren, damit man keine Magenschmerzen kriegt. Ich meine, meine bremst es dadurch ein bisschen. Das ist okay. Ansonsten ist es eigentlich die Flucht immer die einzige Möglichkeit, und so entstehen auch wieder neue gute Bezirke. Also Kreuz Köln wird es nicht geben, wenn die Mietpreise in Kreuzberg nicht so hoch sind. Ja, aber ist Kreuz Köln erstrebenswert? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Entschuldigung, kann ich Sie kurz fragen, warum Sie unterschrieben haben? Weil ich hier im Kiez lebe und es wichtig finde, dass die Leute hier weiter existieren können. Dann können wir ja auch die, jetzt die anderen mit kleinen Buchstaben, wa? Freistücke, riesige Gemüse und Obsttheke, Bäckerei. Das heißt, die ganzen Läden sind gefährdet. Und deshalb haben die. Die gehen kaputt. Und da haben wir uns, und die stehen auch weiter vorne, und also die beteiligten Gemüse stehen weiter vorne, verteilen auch Flugblätter, das ist nicht fürs Gespräch bald. Ja, werde ich mal anschauen. Nee, ich finde das wirklich sehr positiv. Und weil wir sollen, ja, natürlich ohne Scheißfluss. Weil ich das schade finde, genau das macht eigentlich hier Kreuzberg raus, und auch ganz, ganz viele sogenannte Yuppies haben diese Zähne, finde ich, auch inzwischen zum Teil kaputt gemacht. Wir arbeiten dran, dass wir hier trotzdem noch. Wir wollen optimistisch bleiben. Danke, tschüss. Da vorne gibt es eine Unterschriftenliste, vorne direkt an der Ecke hier, 50 Meter weiter. Wo sind wir denn? Danke. Und Fleisch und so. Ja. Wir wissen, die Konkurrenz stirbt nie. Es ist leider. Ja, das ist leider so in diesem scheiß Wirtschaftssystem, das ist wohl wahr. Aber das muss man ja nicht unbedingt unterstützen, oder? Es ist eine Fragensache. Also, ja, eben. Ich würde dagegen sagen, das, was die Kleinen nicht haben, ergänzt sich ja wieder. Man sollte es ja so oder so rumsehen. Ich meine, die Kleinen haben ja nicht das komplette Sortiment. Das ergänzt sich ja irgendwo. Aber die Kleinen gehen ein mit dem wenigen Geld. Würde ich nicht unbedingt meinen, nein. Sollte es so rumsehen, ein 30-Meter runter, wirklich 40 Jahre da reingeht, wegen den Kleinigkeiten, was er den Alltagsbedarf, wird er darüber auch nicht weglassen. Da bin ich mir nicht so sicher, weil Eurogeda macht einfach andere Preise als die kleinen Läden. Billiger, viel billiger. Logischerweise, weil die kaufen in großen Mengen ein, ja. Kleine Läden müssen klein werden. Das ist einfach so. Wir leben in so einem System, da geht das so. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man sollte es wirklich von beiden Seiten sehen. Habe ich gesehen und bin jetzt zum Schluss gekommen, dass ich die Kleinen unterstütze und dass ich das scheiße finde, dass der Laden hier aufmacht. Ich habe mir das nicht einmal überlegt. Die Kleinen sind auch froh darüber. Ich meine, das sind ja alles Partner von Eurogeda. Bitte? Darüber sind die Kleinen froh. Zumindest die kleinen Läden hier, ja, zumindest die Obst- und Gemüseläden. Darüber bin ich mir sicher. Da stehen die ganzen kleinen Obst- und Gemüseläden-Vertreter und sagen, dass sie Angst haben, dass sie ihr Leben zu machen müssen, weil ihre Existenz gefährdet ist. Könnt ihr hingehen, mit ihnen reden? Ja? Dann machen wir das.
Klein. Hallo, Herr Klein. Ist noch in der Bau, aber Sie wollten doch eben, Sie wollten doch eben mit den kleinen Läden sprechen. Ja, das war nur eine Meinungsäußerung, oder nicht? Also, ja, jetzt bitte sind Sie ja hier zum Sprechen. Ich bitte Sie jetzt wirklich rauszugehen. Ansonsten zeige ich es Sie an, ganz einfach, wegen Hausfriedensbruch. Ach. Das ist eine ganz einfache Sache. Das ist ja schon mal eine Kampagne, das ist super. Ja? Ja, ja. Wisst ihr, das stimmt nicht. Wir sind keiner ist dafür. Ha. Wenn die Session beendet ist, würde ich Sie bitten, Ihre zwei Eimer zu nehmen, Schlemmkleider ordnungsgemäß zu entsorgen oder was immer man da noch machen kann. Bestimmt noch was einfach.